Ja, schön, schön, dass ihr alle gekommen seid. Ich ziehe mal das Ding ab. Kanal 2 ist es. Ja, wir sind hier im Workshop Geplantes Chaos, Handlungsoptionen im Umgang mit Free Open Airs. Ich bin Marlena Medam von der Clubkommission. Einige kennen mich ja hier schon. Stehe hier aber auch stellvertretend für viele Free Open Air Veranstalter. Wir haben heute auch da Thomas Scheele, der seine Masterarbeit vorstellen wird, die er über die Initiative der Free Open Air Veranstalter geschrieben hat, vorstellen wird. Und Jürgen Schepers von der IHK, mit dem wir auch sehr viel kooperieren. Olaf Möller ist gerade nicht anwesend, aber das ist unser Vorstand der Clubkommission. Und auch Marc Wohlrabe wird noch kommen. Und wir haben einen speziellen Gast heute, und zwar der Kulturstaatssekretär Tim Renner wird nachher noch kommen, wenn er seine Rede, die er gerade einen Stock tiefer hält, beendet hat. Zumindest hoffen wir das sehr. Dann werden wir nochmal neu kurz für ihn zusammenfassen, um was es geht, und dann können wir ihm auch Fragen stellen. Ich wollte mal fragen, wer von euch kommt denn aus Berlin? Okay, das sind wirklich die meisten. Wer hat schon mal von euch ein Open Air gemacht oder mitgewirkt? Das sind auch die meisten. Und arbeitet jemand in der Verwaltung, ist irgendwie politisch aktiv? Nee, haben wir jetzt nicht vertreten, okay. Gut, also kurz zur Free Open Air Bewegung. Ja, also Free Open Airs gehören zu Berlin wie der Fernsehturm an den Alex. Es ist ein wichtiger Kulturbeitrag für Berlin, und die machen mitunter auch Berlin aus. Wer nicht weiß, was ein Free Open Air ist, das sind die kleinen, liebevoll gestalteten, spontanen Partys im öffentlichen Raum, meistens im Park. Wichtig ist da, es geht nicht um Gewinnerzielung. Man kann aber trotzdem sagen, dass Free Open Airs auch ein Teil des Humus der Kreativwirtschaft von morgen sind, denn es ist oft die erste Präsentationsfläche und Ausprobierfläche für Veranstalter und Künstler, die da meist ohne Gage auftreten und sich im Kollektiv, im Freundeskreis-Kollektiv zusammenschließen, um solche Open Airs zu veranstalten. Ja, nun gibt es aber immer mehr das Problem, dass die Open Airs frühzeitig aufgelöst werden von den Behörden, da sie sich in einer rechtlichen Grauzone befinden. Und ja, da kamen Open Air Veranstalter auf uns zu und haben eben gesagt, ihr seid doch die Clubkommission, macht doch mal was. Irgendwie, früher konnten wir unsere Kultur frei ausleben, jetzt haben wir immer mehr Probleme, die ganze Planung und der ganze Aufbau ist dahin, wenn die Polizei kommt und uns auflöst. Dann hatten wir auch die Möglichkeit, im Rahmen des vom Music Board geförderten Projekts Pop im Kiez Toolbox uns darum auch zu kümmern. Und wir haben einfach mal eingeladen, die früher mehr Veranstalter, zu einem runden Tisch und geguckt und waren ganz erstaunt, wie viele junge Veranstalter da kamen mit genau dem gleichen Problem, eben, dass sie aufgelöst werden und ihre Kultur nicht mehr ausleben können. Dann haben wir einen Rechtsanwalt beim nächsten runden Tisch eingeladen, mal geguckt, was ist denn die rechtliche Grundlage, und festgestellt, okay, wir sind in einer Grauzone, es ist weder wirklich illegal noch legal, aber wird sehr viel eben unterbunden und in eine kriminelle Ecke gestellt. Und die Open-Air-Veranstalter fühlen sich oft falsch verstanden und werden in Behörden oft noch gleichgesetzt mit der Love Parade, so, was damit überhaupt gar nichts zu tun hat. Und darum haben sie eine freiwillige Selbstverpflichtung ausformuliert, kam aus ihren Reihen und wurde in diesen runden Tischen formuliert. Darin beschreiben sie die eigenen Ziele und Werte, eben, dass sie zum Beispiel den Platz mindestens so sauber verlassen, wie sie ihn vorgefunden haben, dass sie darauf achten, die Anlage richtig auszurichten oder so, dass sie nicht andere Parknutzer oder Anwohner stören. Ja, weiter haben wir dann geguckt, was machen denn da andere Städte, welche Lösungsmodelle gibt es. In anderen Städten
wird es teilweise so gelöst, dass es ausgewiesene, ich sag mal, Spielplätze für Open-Air-Veranstalter gibt. Das ist aber ein Modell, was die bei dem großen Bedarf, was für Berlin von den Veranstaltern nicht gewünscht wurde. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen irgendwie mehr Duldung und Akzeptanz für unsere Kultur erringen. Und wie erringen wir das? Dadurch, dass wir ausbilden, dass wir einen Schritt auf die Verwaltung, auf die Gesellschaft hinzumachen und haben einen Workshop veranstaltet, beziehungsweise zwei große Tagesworkshops, dort auch Verwaltung mit eingebunden. Das Ganze haben wir in Kooperation mit der IHK, bei der IHK veranstaltet. Nun gibt es 130, da hat man einen wahnsinnigen Zulauf auch, 130 Veranstalter, die einen Veranstalterpass haben. Das ist noch keine Legitimation, aber sie können, wenn dann die Polizei kommt oder das Ordnungsamt, dann vorzeigen und haben einen Beweis, dass sie wirklich gelernt haben können, zeigen, hier, schauen Sie, es steht eine Ölschale unter dem Generator, wie das auch, wenn Sie eine Genehmigung hätten, auch als Auflage dann da wäre. Ja, also wir setzen sozusagen auf Ausbildung statt Spielplätze, um Freiraum im gesetzlichen Rahmen zu schaffen und zu definieren und eben auch zu vermitteln. Also eine aktive Lösungs-, also Problemlösung damit zu finden. Als letztes haben wir vor 3 Wochen eine Demo veranstaltet. Eine Demo, die heißt Rave Clean, Safe Green. Demonstration für umweltfreundliche Free Open Airs, wo wir sozusagen mit Musikzügen und einem Free Open Air als Endkundgebung im Schlesischen Busch dann durch die Straßen gezogen sind und durch den Park und die Flächen auch gereinigt haben und dann wirklich bewiesen haben damit, dass es möglich ist, dass die Flächen danach sauberer sind als zuvor und dass nichts zu Schaden kommen muss. Ja, wir sprechen auch viel mit Politikern und den Verwaltungen. Als nächstes wird es dann im November einen runden Tisch geben mit den Stadträten, also der 12 Bezirke und der Polizei, eine oberste Ebene, um eben da mehr Duldung und Akzeptanz zu schaffen für unsere Freiluft-Feierkultur. Ja, wichtig ist noch zu sagen, dass es nicht um eine Reglementierung der Free Open Airs geht und die wirklich einzuschränken, sondern darum zu verstehen, welche Freiräume es gibt in den bestehenden Rahmenbedingungen, damit wir unsere Kultur erhalten, konfliktfreier gestalten und voll ausleben können. Nun übergebe ich das Wort an Thomas Scheel, der seine Masterarbeit Geplantes Chaos über die Free Open Air Initiative geschrieben hat. Dankeschön. Ja, hallo in die Runde. Ich muss mich so ein bisschen an die Technik gewöhnen. Kleine Sache vorweg, das Ganze ist als Workshop angekündigt worden und ihr könnt jederzeit Fragen stellen. Das Ziel ist im Prinzip, dass wir alle gemeinsam auf einen Diskussionsstand kommen und alle dazu befähigt werden, an der Diskussion teilzunehmen. Also wenn ihr eine Frage habt zu einem bestimmten Punkt, einfach Hand heben und die Frage einwerfen. So, aha. Also ich habe Kulturmanagement studiert und meine Masterarbeit über die Initiative der Free Open Air Szene geschrieben. Die ist hier, könnte ich ansehen. Ansonsten gibt es sie auch im Internet zum Download. Das Ganze hat so erstmal funktioniert. Im September vor ungefähr einem Jahr hat diese ganze Initiative begonnen. Die wurde dann erstmal, die erste Phase abgeschlossen durch die Durchführung des Workshop-Programms, das wir dann ausgearbeitet haben in der Runde. Und ich habe dann im Juli meine Masterarbeit abgegeben, wo ich eine Evaluation dazu durchgeführt habe. Dazu ist erstmal wichtig zu sagen, was ist überhaupt mein Verständnis von Free Open Airs? Oder wie bin ich überhaupt selber zu dem Thema gekommen? Ich bin vor 6 Jahren nach Berlin gezogen und habe erstmal in meiner WG, in einer großen WG, angefangen Partys zu veranstalten. Was sind Partys? Partys sind erstmal eine Form von Events und damit ein Moment, der aus dem Alltag herausgehoben ist, der in dem Sinne eine gewisse Form von Chaos gegenüber dem alltäglichen Trott der Dinge darstellt. Deshalb habe ich meine Arbeit auch geplantes Chaos genannt, inwiefern man auf diese auf irgendwie Unordnung schaffende Kulturform, wie man da, damit planend auch umgehen kann. So, das ist ein Zimmer aus unserer Wohnung und das sah dann so aus. Das heißt, die
um einen Moment zu schaffen, der aus dem Alltag herausgehoben ist, nutzt man bestimmte Gestaltungsmittel und das kann eben Deko sein, aber für viele Menschen in Berlin ist es eben das einfachste und wirkungsmächtigste Musik. So, und das ist ein verbreitetes, generelles Bedürfnis, glaube ich, in der Berliner Bevölkerung, gerade bei den jungen Menschen, solche Momente zu gestalten und Musik als Gestaltungsmittel dabei anzuwenden. So, kurz zusammengefasst nochmal der Prozess von der Free Open Air Initiative. Es gab das Ziel, mehr Anerkennung und auch vor allem rechtliche Anerkennung von Free Open Airs zu schaffen. Bei der Problemanalyse ist man von dem generellen Diskurs ausgegangen, dass das Problem eigentlich bei Müll und Lärm liegt und bei einer mangelnden Kompetenz ganz allgemein bei den Veranstaltern. Und drum hat man gesagt, was können also die Veranstalter tun, die scheinbar der Grund für das Problem sind, um unter den gegebenen räumlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen die Situation zu verbessern. Und dann hat man das Modell der rechtlichen Grauzone sich ausgedacht. Das heißt, man definiert, wie weit reicht unser rechtlicher Freiraum, und man macht einen Workshop, um Veranstaltern zu vermitteln, bis wohin sie gehen können, um noch kurz vor dieser Linie sich zu positionieren und also irgendwie im rechtlichen Graubereich zu handeln. Und diesen Prozess habe ich dann evaluiert. Der rechtliche Graubereich sieht in der Theorie so aus. Das ist der rechtliche Graubereich in der Theorie. Bei meiner Evaluation hat sich herausgestellt, dass der rechtliche Graubereich im Moment in der Praxis eigentlich so aussieht. Das hat einen Grund. Also er verschwindet, sobald sich jemand beschwert. Grund dafür ist das Landesemissionsschutzgesetz, das eigentlich sagt, dass eine Veranstaltung dann eine Genehmigung braucht, wenn von ihr störende Geräusche zu erwarten sind. Solange sich niemand beschwert, kann man sagen, es sind keine störenden Geräusche zu erwarten, also brauche ich auch keine Anmeldung und keine Genehmigung. Sobald sich aber jemand beschwert, ist das der Fall und man begeht eine Ordnungswidrigkeit und die Veranstaltung kann gestoppt werden. Ich habe versucht, dann mal in der Praxis einen besonderen Moment zu schaffen, ein kleines Event zu veranstalten im privaten Kreis, im öffentlichen Raum, dabei innerhalb des rechtlichen Graubereichs zu handeln und Müll und Lärm zu vermeiden. Also ich habe genau versucht, das so umzusetzen. Ist jetzt kein Free Open mehr, aber auf einer abstrakten Weise entspricht es den Bedingungen, und wir können einfach mal gucken, was dann passiert ist. Understand that there is much more to our universe than what we perceive with the social structure which is in our head. Well, once we dig deeper into it. They cannot see us. Wir suchen die B-Machine. Okay, sehr schön. Also erstmal würde ich Ihnen vorschlagen, die Masken runterzunehmen. Ja? Wäre super. Ansonsten, wenn wir das nicht machen oder so, können wir auch ein ganz großes Programmier fahren. Wollen wir natürlich nicht dementsprechend. Also erstmal die Masken runter. Und dann möchte ich bitte mit dem Verantwortlichen hier sprechen. Sind Sie das? Gut, kurze Erklärung, was ist da genau passiert. Es war der Geburtstag von einem Freund und der lebt sehr weit weg, und wir haben versucht, eine Möglichkeit im Stadtraum zu suchen, um uns zu ihm hin zu teleportieren. Wir haben also die Beam-Machine gesucht und haben dafür ein Expeditionsteam entsandt in den öffentlichen Raum und wollten ihm dann sozusagen das Video schicken. Im Endeffekt gab es einen großen Polizeieinsatz, weil jemand die Polizei angerufen hat und gesagt hat, es seien 50 bewaffnete Terroristen im U-Bahnhof Tempelhof. Und es kamen also drei große Einsatzfahrzeuge und wir wurden dort 1,5 Stunden festgehalten und es wurde Anzeige erstattet wegen Hausfriedensbruch. Und man hat versucht, uns weitere
sozusagen Ordnungswidrigkeiten anzuhängen, mit der Begründung, wir bräuchten eine Genehmigung dafür, für unser Verhalten. Aber auf die Frage, wofür genau brauchen wir eine Genehmigung und wo kriege ich diese Genehmigung, gab es dann auch keine Antwort. Also genau, es kam wieder zu einem Konflikt. So, das heißt, wenn wir uns das Handlungsfeld betrachten, können wir nicht nur auf die Szene schauen, da haben wir jetzt schon beschrieben, was man dort tun kann, sondern wir müssen uns auch den Stadtraum angucken, die Verwaltungsstruktur und die rechtliche Situation und das Image überhaupt von Kulturveranstaltern der Free-Open-Air-Szene oder der Techno-Szene im Allgemeinen. Gucken wir erstmal auf den Raum. Und zwar habe ich da verschiedene Thesen. Und zwar bin ich dafür, dass wir Freiflächen erhalten und einen Schallschutz einbauen in Freiflächen, also zum Beispiel in öffentliche Parks. Wieso? Parks sind eigentlich Erholungsräume und wir gehen davon aus, dass Erholung damit zusammenhängt, dass es dort still ist. Es ist aber so, dass viele junge Menschen in ihrer Freizeit gerade darin Erholung suchen, ihre Umwelt gestalten zu können, dem Trott ihrer Arbeitswelt sozusagen zu entgehen und selbstbestimmt irgendwie ihren Stadtraum zu gestalten, und das tun sie eben häufig mit Musik. Deshalb braucht es einen Schallschutz, der dieser gegenwärtigen Situation entspricht. Zweitens, die Verwaltung. Die Verwaltung muss vereinfacht werden und es sollte eine legale Option geschaffen werden. Es gibt theoretisch eine legale Option, Free Open Airs anzumelden, und die seht ihr in der linken Zahlenreihe. Und zwar, was will das uns sagen? Links ist Berlin, eine umfassende Anmeldung für ein Free Open Air bedarf 14 unterschiedlicher Unterlagen, die mit 10 verschiedenen Stellen und Ämtern koordiniert werden müssen. Die Bearbeitungszeit beträgt in Berlin mindestens 1.344 Stunden, das sind 56 Tage bzw. 8 Wochen. Kosten bei erfolgreicher Genehmigung sind ungefähr 300 Euro für den Antragsteller. Und die Chance, das ist eigentlich die eigentliche Krux, die Chance, dass ein Antrag genehmigt wird, ist bei Free Open Airs null. Das heißt, nicht nur sind Free Open Airs wetterabhängige Veranstaltungen, deshalb kann man sie auch nicht 8 Wochen vorher irgendwie planen. Und es funktioniert jedenfalls nicht. Auf der rechten Seite haben wir ein schönes anderes Beispiel. Und zwar ist das die Stadt Halle, die jetzt nicht gerade für ihren Kreativstandort berühmt ist. Und zwar ist es dort so, es gibt ein Dokument, was man dort ausfüllen muss, das hat genau eine Seite. Das muss man an einer Stelle einreichen, das ist online. Die Bearbeitungszeit beträgt 24 Stunden, es kostet 0 Euro und die Genehmigungswahrscheinlichkeit liegt bei 100%, nämlich man muss gar nicht auf eine Antwort warten, sondern sobald man diesen Antrag 24 Stunden vorher abschickt, ist man in dem Moment genehmigt. So, man könnte jetzt annehmen, also man würde jetzt spontan sagen, okay, so ein Laissez-faire-Prinzip, dann machen ja alle, also wenn man die Kontrolle entzieht aus dem ganzen Prozess, dann machen ja alle, was sie wollen. Und wenn alle machen, was sie wollen, dann gibt es überall Tote und Verletzte und Drogenopfer und kaputte Parks. In Halle ist es so, dass die Zahl der Beschwerden im Zusammenhang mit Free Open Airs auf 1/5 zurückgegangen sind, aufgrund dieser neuen Genehmigungspraxis. Es gibt noch viel zu den Gründen zu erzählen, aber wir lassen es dabei. Die letzten zwei Zahlen, 120 und 8, sind später wichtig. Wer merkt sich die? Irgendjemand wird sich... Okay, du merkst dir 120 und 8. Okay. Gut, weiter mit dem Image. Wie Marlena schon gesagt hat, ist es interessant, das war mir zuerst nicht klar, weil ich zu einer Zeit nach Berlin gekommen bin, wo es die Love Parade gar nicht mehr gab. Aber die meisten Menschen denken bei Musik im Park und im öffentlichen Raum irgendwie an die Love Parade. Sie denken an, wie gesagt, Drogen, Konsum, extrem viel Müll, riesige Menschenmassen, zerstörte Natur und am Ende vielleicht noch 20 Todesopfer infolge einer Massenhysterie. Und dann sagt jeder Verwaltungsmitarbeiter, nee, den Hut, den zieht mir nicht an. Das heißt, wir müssen was am Image machen. Das Bild, kann man das erkennen? Was für ein Hintergrundbild ich da gewählt habe, das kommt aus Men in Black, aus dem ersten Film. Das ist der Moment, wo die Men in Black-Anwärter getestet werden und sie müssen so einen Schiffstest machen. Und dort fahren diese Aliens raus und Will Smith ist der Einzige, der nicht auf die Aliens schießt, sondern auf so ein kleines Mädchen mit einem Quantenphysikbuch. Da wird gefragt, wieso hast du nicht auf das Alien geschossen? Und er sagt, ich wollte, das sah irgendwie böse aus. Aber dann habe ich ja gemerkt, der macht da ja nur so Gymnastikübungen, der macht ja eigentlich gar nichts Böses.
Und so war es ungefähr auch bei der Beam Machine. Die Leute haben gedacht, wir seien böse Aliens, aber eigentlich haben wir gar nichts Böses gemacht. Und diese Konflikte wären zu vermeiden gewesen, denn eigentlich gab es keinen Grund für einen Polizeieinsatz und es gab keinen Grund, diese Ressourcen dann auch zu verschwenden. Das ist Jupp Schmitz, das ist ein Karnevalssänger, der hat ein Lied gemacht, das heißt, wer hat so viel Pinke Pinke? Wer soll das bezahlen? Die meisten Visionen scheitern daran, dass Politiker und andere Kräfte sagen, es ist nicht zu finanzieren. Dafür habe ich mehrere Vorschläge, wie das doch geht. Erstens der Kulturhaushalt, der beträgt in Berlin knapp 400 Millionen Euro. 95% davon fließen in staatliche Hochkulturinstitutionen. Die Frage ist, ob die staatliche Hochkultur auch 95% des kulturellen Lebens in Berlin ausmacht. Und wenn nein, wenn man sagt, auch die Underground- oder Subkultur, Alternativkultur hat da einen entscheidenden Beitrag, dann sollte man darüber nachdenken, ob man diese Gelder auch anders verteilt. Die Förderung für das Music Board Berlin beträgt 1,5 Millionen Euro pro Jahr. Das sind also noch nicht mal 1/200 dieses Gesamtbudgets. Zweiter Punkt, eine Gebührenumlage. Gebührenumlage ist die Idee, man nimmt von den einen, denen es gut geht, und gibt es den anderen, die so dahin leuchten und die schwierige Rahmenbedingungen haben. Das war die Idee, man kann zum Beispiel sagen, man nimmt kommerzielle Großereignisveranstalter in Berlin, führt eine Gebühr ein, die zahlen sie und dieses Geld wird verwendet, um non-kommerziellen Kulturaktivitäten in Berlin bessere Rahmenbedingungen zu schaffen. Es gab sowas schon in Berlin, die City Tax, wo man gesagt hat, man nimmt dieses Geld von Touristen und man investiert das Geld in die Bereiche, die Berlin attraktiv machen, aber die schwer sind zu finanzieren. Und da steht City Tax Lüge, weil kurz bevor man dann dieses Gesetz tatsächlich verabschiedet hat, hat man sich entschieden, das gesamte Geld doch in die Schuldentilgung des Landes zu stecken und nicht für kulturelle Zwecke. Zweitens, Geld einsetzen. Es gibt mehrere Parks immer wieder in Berlin, die neu gestaltet werden. Der Park am Gleisdreieck ist ein Fall, das Tempelhofer Feld wäre ein Beispiel, was noch kommen wird. Oder der Spreepark aktuell. Für den Spreepark ist es aktuell super interessant, weil der ist jetzt wieder in kommunalem Besitz, soll neu gestaltet werden und es ist im Liegenschaftsplan schon vorgesehen, dass dort ein Kulturpark entstehen soll. Man hat sich schon von dem Gedanken verabschiedet, dass dort ein Hochkulturpark entstehen soll, weil einfach die Zufahrtswege zu schlecht sind, die Infrastruktur. Und drum ist die Idee, dass man für niedrigschwellige Kulturaktivitäten kleine Bühnen schafft, also für Kabarett, Varieté, freies Theater etc. Das heißt, es gibt den politischen Willen, es gibt auch Finanzmittel, die dafür eingesetzt werden müssen. Das Entscheidende ist, Free Open Airs so weit wertzuschätzen, dass man auch sagt, auch die bekommen dort ihren Platz. Und das Dritte ist, gezahlt wird in jedem Fall. Also bei der Beam Machine haben sich 25 Leute einfach privat durch den öffentlichen Raum bewegt und es gab einen riesen Polizeieinsatz, aus dem Grund, dass man das einfach gar nicht anmelden kann. Man kann niemandem Bescheid sagen, jemand hat sich beschwert, es wurde eine Lawine losgetreten und der Polizeibeamte hat gesagt, summa summarum wird dieser ganze Spaß ungefähr 5.000, 6.000 Euro kosten, die öffentliche Hand. Das heißt, es fließen ständig Gelder aufgrund von Konflikten und man kann versuchen, Geld zu investieren, um Konflikte zu vermeiden. Es ist im Endeffekt wird es ein Nullsummenspiel. Weiter. Wir haben also gesagt, was können Politik und Verwaltung tun? Die Frage ist aber auch, was können auch andere Akteure im Feld tun? Und da sind bislang die wichtigsten Akteure bei der Free Open Air Initiative die Clubkommission und die IHK Berlin. Was kann man für die für Zielvorgaben aussprechen? Zum einen wäre das für die Clubkommission, sie ist essentiell wichtig dafür, dass dieses Netzwerk an nicht professionellen Freizeitakteuren stabilisiert wird, dass es da eine Plattform gibt mit Räumen, mit E-Mail-Verteilern, dass die grundsätzliche Organisationsarbeit von jemandem übernommen wird, der dafür Finanzmittel auch aufbringen kann und der das strukturiert durchführt. Und die Clubkommission ist eine ganz wichtige kommunikative Anlaufstelle, sowohl für Veranstalter, um sich mit Entscheidungsträgern zu vernetzen, wie auch für Entscheidungsträger, um überhaupt an dieses diffuse Feld von Veranstaltern irgendwie da eine gemeinsame Forderung irgendwie rauszufiltern. Und was ganz Ähnliches gilt für die IHK. Die IHK ist sehr wichtig, um bei der Öffentlichkeitsarbeit mitzuwirken. Und
das Bild von Free Open Airs an die Realität anzupassen und die Love Parade zu vergessen. Wir haben auch jemanden von der IHK hier sitzen, Jürgen Schepers. Vielleicht kannst du im Anschluss dann noch mehr über die Rolle der IHK dann sagen. Also will ich zusammenfassen, erstmal Forderungen, die gestellt werden können an die Politik und Verwaltung. Erstmal, die Free Open Air Szene hat ein klares, überprüfbares und evaluierbares Programm verabschiedet, mit dem Konflikte, die eine Lösung versprechen. Sowas gibt es von Seiten der Politik noch nicht. Es gibt bislang nur Lippenbekenntnisse, dass man diesen Prozess begleiten möchte, dass man das unterstützen möchte. Aber es gibt keine klaren Marker, auf die man sie festsetzen kann, zu sagen, okay, das soll bis dann erreicht werden und wir überprüfen das. Also was wären solche Forderungen? Erstens ein klares Bekenntnis zur Free Open Air Kultur in Berlin. Das heißt, man sagt, es ist im Moment in einer rechtlichen Illegalität, aber wir halten es für legitim und für wichtig für Berlin und deshalb müssen wir daran was ändern. Wir müssen die Rahmenbedingungen verändern. Zweitens, wir brauchen zum Beispiel 120 taugliche Flächen für Berlin, also Free Open Air taugliche Flächen. Und jetzt kommst du ins Spiel. Was war die andere Zahl? 8, ne? 8 Flächen, das ist das Beispiel Halle. In Halle gibt es 8 solcher Flächen. Wenn man die Bevölkerungszahl vergleicht, dann ergeben sich für Berlin über 120 solcher Flächen. Also ich denke, was Halle schafft, schafft die Kreativhauptstadt der Welt Berlin auch, wenn sie es will. Dritter Punkt, Nachtruhe kann man im Sommer auch auf 23 Uhr oder auch auf 24 Uhr verschieben. Das ist in Zürich beispielsweise schon gängige Praxis. Wenn man es will, kann man es umsetzen, ist bewiesen. Viertens, ein etwas technischer Punkt, aber für Veranstalter durchaus interessant, und zwar Dezibelmessung, den Messpunkt nicht beim nächsten Anwohner festzulegen, wie es im Moment gesetzlich festgelegt ist. Also man misst bei der Schallemission, bei der Lautstärke vor dem Fenster des nächsten Anwohnenden, um zu sehen, ob eine Ordnungswidrigkeit vorliegt. Man kann aber so keine Messprotokolle anfertigen. Also niemand wird sich von seiner Geburtstagsfeier irgendwie kilometerweit wegbewegen, um zu gucken, ob beim nächsten möglichen Anwohner ein zu hoher Schallwert ankommt und dann wieder zurückkehren und das jede Stunde machen. Sondern das Ziel wäre, wie es in Halle und Zürich der Fall ist, den Messpunkt 2 Meter vor den Boxen aufzustellen. Dann kann man das regelmäßig überprüfen. Man kann sich auf einen Grenzwert festlegen. In Halle ist das beispielsweise 103 dB. Und das kann man dann überprüfen, dass das eingehalten wird. Dennoch kann die Polizei eingreifen, wenn es zu unzumutbaren Störungen kommt. Das Wichtige ist aber, dass Veranstalter keine Ordnungswidrigkeit begehen und dass es auch nachweisbar ist. Dass man also eingreifen kann, ohne dass jetzt irgendwie gleich Strafen erteilt werden müssen und ein großer gerichtlicher Prozess auch da dran gehangen wird. Und zuletzt, wir brauchen Finanzierungsinstrumente, weil solange Finanzierungsinstrumente nicht umgesetzt werden, zum Beispiel Gebührenumlagen, klare Modelle, neues Kulturbudget, so lange wird man auch sagen, diese Visionen sind schön und gut, sind interessant, die unterstützen wir, aber sie sind leider nicht umsetzbar. Sondern man muss erst Finanzen regeln und dann kann man auch mit diesen Finanzen was bewegen. Letzter Punkt richtet sich an die Szene. Was soll die Szene tun, solange all diese Dinge noch nicht geschehen sind? Können wir uns auf den Hintern setzen und warten, bis irgendwas passiert, weil die Lage aussichtslos ist? Nicht so. Erster Punkt, ich habe 3 Vorschläge für euch. Erstens Demos. Demos sind super, denn Demos sind die einzige legale Option von Free Open Airs in Berlin, die wir haben, weil sie durch ein sehr hohes Grundgesetz geschützt sind, das Versammlungsrecht. Das heißt, dafür werden Genehmigungen erteilt. Ich sehe gerade, wir müssen eine kurze Pause machen, denn der Kulturstaatssekretär ist angekommen und wir könnten ihn begrüßen. Ist gut. Ich komme ganz kurz zum Schluss und dann können wir vielleicht noch eine Diskussion anhängen. Alles gut? Ja, alles klar. Zu meinen Tipps. Also, Demos organisieren ist super, weil ihr kriegt sie angemeldet und zweitens, sie sind ein großes Druckmittel, denn der Staat muss sie akzeptieren, wenn es dafür gute Gründe gibt, die gibt es meistens. Und es verursacht extrem hohe Kosten für den Staat. Der Polizeischutz, der gewährleistet werden muss,
die Straßenreinigung, die danach der Staat übernehmen muss. Dann überlegt sich der Staat zweimal, ob er nicht seine Gelder in andere Dinge, in nachhaltigere Dinge investiert. Zweitens, die Roundtable-Sitzungen der Clubkommission werden weitergehen. Ihr könnt euch also weiterhin einbringen und auch euren Freunden Bescheid sagen, dass immer mehr Veranstalter und immer mehr Perspektiven in den Prozess mit aufgenommen werden. Und letztlich, der letzte Punkt, seid erfinderisch. Ihr seht ganz oben die Anarche des Freimäuter-Kollektivs, die haben Partys veranstaltet und haben mit den kollektiven Finanzmitteln, die sie da generiert haben, sich einen 70 Quadratmeter großen, schwimmenden, wunderbaren Freiraum geschaffen, der neue Möglichkeiten schafft. Und jetzt würde ich nochmal an Marlene übergeben. Vielen Dank. Vielen Dank, Thomas. Ja, sehr schön, danke. Jetzt haben wir einen Gast noch dazu bekommen, Tim Renner, der Kulturstaatssekretär Berlins. Wir freuen uns, dass Sie kommen konnten. Ich werde noch mal ganz kurz zusammenfassen, um was es hier geht. Wir setzen uns mit der Clubkommission und ganz vielen Veranstaltern von Free Open Airs für den Erhalt dieser Kulturform von Berlin ein. Wir haben runde Tische mit ihnen gemacht. Es gibt immer mehr das Problem, dass sie ihre Kultur nicht erhalten können, da sie sich in einer Grauzone bewegen. Sie sind nicht illegal, aber auch nicht ganz legal und werden dann ganz schnell von den Behörden abgebrochen und unterbunden. Ist aber ein ganz wichtiger Bestandteil des Humus, der Kreativwirtschaft von morgen für Berlin und aber auch, also was Berlin ausmacht. Es sind wahnsinnig viele Veranstalter und es ist ein ganz, ganz hoher Bedarf eben an diesen eben kostenfreien kleinen Partys im Park. Die sind oft von Freundeskreiskollektiven veranstaltet, haben keine Gewinnerzielung und viele Künstler und Veranstalter haben da ihre erste Plattform, sich zu präsentieren. Gut. Ja, wir haben also runde Tische gemacht. Wir haben auch in Kooperation mit der IHK Ganztages-Workshops gemacht, um die Open-Air-Veranstalter auszubilden. Wir haben da auch die Verwaltung einbezogen. Wir werden runde Tische machen mit den Stadträten, den Relevanten und der Polizei, um auch nochmal über diese Ebene dann zu sprechen, was man dann tun kann, um diese Kulturform zu erhalten. Die Open-Air-Veranstalter haben eine freiwillige Selbstverpflichtung ausformuliert. Das war ihr eigener Wunsch, weil sie sich ganz oft falsch verstanden fühlen, weil sie sich in eine kriminelle Ecke gestellt fühlen von den Verwaltungen. Ein Politiker hat mal zu mir gesagt, gut, dass sie endlich was tut, schlechter kann das Ansehen der Verwaltung, der Veranstalter bei den Verwaltungen gar nicht mehr werden. Also wissen wir, wo wir ansetzen. Ja. Genau, diese Selbstverpflichtung beschreibt die eigenen Ziele und Werte der Veranstaltung. Eben zum Beispiel, wir verlassen den Ort mindestens so sauber, wie wir ihn vorgefunden haben. Wir achten darauf, dass wir keine anderen Menschen, Anwohner, Parknutzer stören und so weiter. Genau, und es geht eben mit dieser Ausbildung und der freiwilligen Selbstverpflichtung darum, einen Schritt auf die Gesellschaft, einen Schritt auf die Verwaltung hinzuzugehen und erhoffen uns mehr Duldung und Akzeptanz. Und es geht darum, eben auch also den Freiraum im gesetzlichen Rahmen zu schaffen, zu definieren und zu vermitteln. Als letztes haben wir eine Demo für umweltfreundliche Free Open Airs veranstaltet. Da haben wir während des Zuges und bei der Endkundgebung im Schlesischen Busch die Flächen gereinigt und dann auch gezeigt eben, die kamen sehr, sehr gut an, auch in der Presse und bei den Passanten, eben gezeigt, dass es geht, dass wir feiern können und alle mit einbeziehen und die Flächen danach sauberer sind als zuvor und nichts zu Schaden kommt. Ja, es geht hier aber auch nicht um eine Reglementierung, das ist wichtig für die Veranstalter der Free Open Airs, sondern eben darum zu verstehen, welche Freiräume gibt es in den bestehenden Rahmenbedingungen, damit wir unsere Kultur erhalten, konfliktfreier gestalten und voll ausleben können. Und nun denke ich, wäre es Zeit, mal zu Fragen zu stellen.
Wir haben ungefähr 15 Minuten, dass wir Tim Renner mit einbauen können. Ich würde das ganz gern nutzen. Ich bin Marc von der Clubkommission. Ich habe sie vor über 15 Jahren mit gegründet. Und ich glaube, ein Punkt, den wir Tim ganz besonders fragen können, ist, wie kann dieses Anliegen von Clubkultur in die Verwaltung hereingetragen werden? Wo sieht er seine Chancen und Möglichkeiten, uns diese Kanäle aufzumachen und insbesondere auch spartenübergreifend zwischen den einzelnen Verwaltungsstrukturen? Und da haben wir einiges gelernt in den letzten Monaten und Jahren, dass dort, wir empfinden noch Defizite, dass die Verwaltung sich nicht regelmäßig genug an einen Tisch setzen. Du hast dabei ein Essay geschrieben, wo du angeregt hast, Wirtschaft, Stadtentwicklung und Kultur müssen enger zusammenarbeiten. Das heißt also, welche Formate schlägst du vor, dass diese Runden sich in Zukunft regelmäßig treffen können? Welche Unterstützung kann so eine Szene wie wir dir dabei mit auf den Weg geben? Welche realistische Chance hat das auch in der Struktur von Berlin, in der Koalition, auch in deiner eigenen Partei? Denn nicht zu vergessen, seit fast 15 Jahren sind die genannten drei Ressorts alle in der Hand derselben Partei. Also sehen wir auch Probleme oder Unterstützungsbedarf in deiner eigenen Parteistruktur. Was kannst du uns auf den Weg mitgeben? Was können wir dir auf den Weg mitgeben? Vielen Dank, Marc. Also erstmal eine kleine Richtigstellung. Wirtschaft ist nicht in den Händen der SPD, sondern es ist die CDU-Ministerin Itzer, die es macht. Gleichzeitig war es vorher in den Händen der Linken. Selbst Gregor Gysi durfte dieses Amt schon bestreiten in Berlin. Nach dieser kleinen Klarstellung noch eine zweite Klarstellung. Es ist in dem Fall ein bisschen schwieriger, weil als ich dieses Essay geschrieben habe, kann ich mich natürlich in dem Moment nur für das zu dem äußern, für den Bereich, für den ich zuständig bin. Aus Gründen, die ihr nicht zu vertreten habt, ist Musik, ist Popmusik, ist Clubkultur bei mir explizit leider gar nicht drin. Das liegt daran, dass auf der einen Seite Björn Böning, der das Music Board durchgeboxt hat, bereits lange bevor es mich gab, da einen ganz wunderbaren Job angeschoben hat und wir in Berlin da wirklich ein wichtiges Stück weitergekommen sind. Zum anderen liegt es daran, dass ich keinen Bock hatte, meine Beteiligung an meiner Firma Motor aufzugeben und natürlich da ein Interessenskonflikt irgendwie unterstellt werden könnte. Das habe ich mich da rausgehalten. Nichtsdestotrotz, als Hinweis für euch, was ihr macht im Endeffekt, ist nichts anderes für Musik, was ich sagen würde, die Projekträume für bildende Kunst sind. Bei der bildenden Kunst hast du ja genau dieselbe Situation, dass es einerseits ein an sich gut funktionierendes kommerzielles System gibt, das sind die Galerien, und auf der anderen Seite es dennoch eben halt dringend notwendig ist, dass du diesen ersten Schritt in den Kunstbetrieb als kreativer Mensch, als Maler, als Bildhauer, als was auch immer machen kannst. Und deshalb gibt es diese Projekträume. Und die haben in Berlin sehr artverwandte Probleme wie ihr. Die kriegen häufiger mal eins auf die Nase, weil sich aus so einem Projektraum, der unkommerziell organisiert ist, dann seine Nebenkosten gerne durch Bierverkauf bestreitet und dann irgendwie als Club gesehen wird, wenn er Sachen macht. Die kriegen natürlich das Problem, dass sie, die nutzen in der Regel nicht freie Flächen oder öffentliche Flächen, dass die gerade von Mietsteigerungen oder Kündigungen bedroht sind. Und die haben sich auch an uns gewandt und ich kann damit so ein bisschen prahlen, weil das ja schon war, bevor ich überhaupt im Amt war. Da hat die Kulturverwaltung relativ fix reagiert und erstmal bei denen einen Preis ausgeschrieben, sodass erstmal eine Grundförderung da ist und dass man eben insofern da gewinnen einfach pro Jahr 7 Projekträume je 30.000 Euro, um erstmal ihre Basisarbeit zu finanzieren. Das ist eine erste Geschichte, wo man schon mal Hilfe auf eine schnelle Art und Weise von der zuständigen Verwaltung bekommen kann. Ähnliche Geschichten, ihr habt, bevor ich da war, schon HKF angesprochen, Hauptstadt Kulturfonds, als auch eben halt kann man natürlich auch mit dem Music Board diskutieren, mit jemandem, den ich dafür hochkompetent halte, wie eine Katja Lucke, sich an den Tisch setzen und eben halt zusehen, welche Lösungen gibt es. Dann bei der Verschränkung, das ist ein Prozess, Marc. Ich hoffe, wenn wir uns durchsetzen, wenn ihr uns unterstützt dementsprechend, dann wird sich natürlich auch eine Verwaltung ändern. Es ist wahnsinnig wichtig, dass wir ständige Ansprechpartner bekommen für Kultur, aber eben breit gedacht Kultur, also auch für den Bereich, für den Björn zuständig ist, in der Verwaltung Senstadt Stadtentwicklung und Umwelt, dass es einfach jemanden gibt, der einen Kulturhut auf hat. Genauso wie wir den Fortschritt schon hatten durch das Tun von Frau Walter und den Aufbau eines Referats im Bereich Wirtschaft, wo es Leute gibt, die aus wirtschaftlicher Sicht einfach Referenten sind für Popkultur. Und das ist eine Verschränkung, die wir da hinbekommen müssen, dass wir eben halt jemanden haben bei Stadtentwicklung, dass wir jemanden haben bei Wirtschaft. Und ich fürchte, wir werden ihn auch brauchen bei Finanzen.
Streng genommen brauchen wir ihn sogar auch, was gerade was euch angeht, auch bei Inneres. Denn das sind Polizeikräfte, das sind Regulierer, die euch das Leben schwer machen können, wenn da keine vernünftige Kommunikationskultur vorher aufgebaut ist. Um das Ganze noch ein bisschen desperater erscheinen zu lassen, natürlich habt ihr auch massiv mit Bezirken zu tun. An sich müsst ihr eben halt noch mehr stemmen, denn auf der einen Seite müssen wir es alle kollektiv hinkriegen, im Interesse der Stadt das auf einer städtischen, auf einer in die Ebene des Landes, des Bundeslandes Berlins zu wuppen. Und dann ist der nächste Schritt ganz, ganz wichtig, auch die Bezirke abzuholen, denn wenn wir als Stadt können nur sehr bedingt in Berlin komplett den Bezirken reinregieren. Die sind hier relativ unabhängig. Hi, ich würde Melike vom Music Board, ich würde mich gerne ganz kurz da einklinken, weil ich bin jetzt hier für Katja Lucker, die ist gerade auf einem anderen Panel, zum Thema, was kann die Politik machen? Wir sind ja indirekt von der Politik eben genau damit beauftragt. Katja hat gleich am Anfang, als sie überhaupt ins Amt kam, erstmal Bezirksverwalter zusammengeholt, hat sich vorgestellt als eben die zuständige Person, was anscheinend vorher keiner gemacht hat. Also ihr sind echt die Türen eingerannt worden, die Bezirksverwalter waren sehr froh, mal einen Ansprechpartner überhaupt zu haben. Und dann ist es halt auch so, dass wir als Music Board immer helfen, also man kann sich immer an uns wenden, idealerweise, und das habe ich jetzt schon mehrfach mitgekriegt, bevor das Kind in den Brunnen gefallen ist und nicht kommen. Also wir hatten zum Beispiel einen Club, der war an dem Tag, an dem das Amt die zwangsgeschlossen hat, kamen die zu uns und haben gesagt, helft uns. Also war zu spät, da können wir auch nichts machen. Aber so auf jeden Fall, wir sind immer dabei, wir können eben monetär fördern, wir können aber auch einfach Hilfestellung geben, moderieren. Wir haben uns mit dem Sisyphos zusammengesetzt, wir sind mit zu Verwaltungsterminen gegangen und dergleichen. Also man kann sich auf jeden Fall da bei uns immer um Hilfe fragen und wir sind auch immer für die Leute da. Bis hin zu eben, dieses ganze Projekt wird tatsächlich auch von uns gefördert. Das wollte ich nur am Anfang erwähnt. Genau. Also da kann man auf jeden Fall zu. Darf ich kurz eine Frage zu den Free Open Airs stellen? Waren Sie denn schon mal auf einem Free Open Air? Also ich würde jetzt gerne lügen, aber bitte ladet mich zum nächsten ein. Wunderbar, machen wir gerne. Und die Frage, noch eine Frage. Für wie wichtig erachten Sie die Free Open Airs für Berlin? Also ich, auch wenn ich noch auf keinem war, weil ihr mich nicht eingeladen habt und weil ich zu uncool bin, um die Einladung ohne Einladung mitzubekommen. Dankeschön. Da hat er die Einladung. Danke. Weiß ich natürlich dennoch von euch, ich dachte, das habe ich schon ein bisschen beantwortet. Ich sehe es wirklich ähnlich wie die Projekträume. Also es muss immer beides geben. Ich brauche, damit Kultur funktioniert, brauche ich eine kommerzielle Verwertungsstruktur. Ich komme nur aus der Musikwirtschaft, das halte ich für zwingend. Aber ich brauche auch unkommerziell orientierte. Und damit seid ihr ganz, ganz wichtig im Zusammenhang von Entwicklung von Kultur. Okay. Dann stelle ich trotzdem noch mal meine letzte Frage und dann darf Ole Frage stellen. Was können Sie bzw. der Kulturressort für den Erhalt der Berliner Free Open Airs tun? Na, wir können an sich nur mit gutem Beispiel vorangehen. Wie gesagt, es liegt bewusst nicht in unserer Zuständigkeit. Das ist beim Music Board und das Music Board hängt bei meinem Kollegen Björn Bühning von der Staatskanzlei. Da hängt es auch sehr, sehr gut. Der hat es eben auch mit erfunden. Und das Einzige, was wir machen können, ist, man kann sich immer gegenseitig stärken. Also ich nehme immer gerne jedes Beispiel, was ich aus dem Music Board kenne, wo Förderung erleichtert wird, wo man schneller reagieren kann, und wende das in meiner Verwaltung an. Und genauso, wo es uns gelingt, eben halt non-kommerzielle, wie zum Beispiel eben mal die vorhin schon erwähnten Projekträume zu stützen und da eine Systematik drin zu haben. Das sind Sachen, die sich natürlich genauso angucken können. Und wenn man im politischen Diskurs drin ist, dann immer verweisen kann, guck mal, die machen das auch schon, dann funktioniert es doch. Also da kann man sich gegenseitig quer stützen. Genauso natürlich, da sind wir aber auch im super Kontakt und ich würde eher sogar befreundet mit dem Music Board, wenn wir wissen, da ist der Ansprechpartner in der verwandten Verwaltung, der für solche Dinge das Herz am richtigen Fleck hat, dann geben wir diese Information auch ganz schnell weiter und der hat viele neue Freunde, weil dann auch das Musikboard dahin kommt und das halten wir umgekehrt genauso. Okay, vielen Dank.
Ole. Ja, mein Name ist Olaf Möller, Vorsitzender der Clubkommission Berlin. Und erstmal ganz herzlichen Dank an Melike, stellvertretend für Katja Lucke, ans Musikboard, dass ihr Projekte, Netzwerke fördert, die sich nämlich genau um diese Problematik kümmern, die Marlena vorhin vorgestellt hat und die wir als Clubkommission auch generell schon seit Jahren machen. Und dafür braucht es tatsächlich auch finanzielle Unterstützung, damit wir uns das überhaupt leisten können, das tun zu dürfen. Und wir hoffen natürlich auf eure weitere Unterstützung auch an 2015, aber da dürfen wir davon ausgehen, glaube ich. Also eine Frage an Tim Renner. Also erstmal freue ich mich natürlich, dass du als Staatssekretär gesagt hast, dass kreative Räume erhaltens- und schützenswert sind und dass du das als ein Hauptanliegen von dir als Kulturstaatssekretär definiert hast, finde ich schon mal super. Und warum das notwendig ist, das sehen wir eigentlich tagtäglich in unserer täglichen Arbeit in der Clubkommission, aber wie wir gerade gehört haben, Musikboard ja auch. Und wir begreifen einfach Open Airs oder auch Festivals, Feste als temporäre Spielstätten. Das tun wir im Bundesspielstättenverband LiveCom übrigens auch. Wir sind nicht nur für Clubs und Dauerspielstätten verantwortlich, sondern eben für temporäre Spielstätten, egal ob die einmal oder zwölfmal im Jahr bespielt werden. Und deswegen setzen wir uns eben auch dafür ein. Hauptproblem aus unserer Sicht ist eben einfach, dass Verwaltungen natürlich, gerade in Bezirken, die sind tatsächlich dafür zuständig, wenn es um Genehmigungen geht, ob das nur Gaststättengenehmigungen sind für Bier- oder gastronomische Stände oder Umweltamt für Lärmschutzauflagen sind. Die sind in den Bezirken ansässig und das ist das Problem, dass die natürlich eine sehr lange Genehmigungsdauer haben. Also normalerweise mindestens 4 Wochen für den Fall, dass es keine Rückfragen gibt. Ich habe es gerade erst selber mit einem anderen Fest durch. Da kann man von 3 bis 6 Monaten fast Genehmigungsdauer ausgehen. Und wenn man dann natürlich als Open-Air-Veranstalter, der man eigentlich ja nur Boxen hinstellen will, einen DJ hinstellen will, vielleicht noch einen Biergarten da hinstellen will und dann erstmal Musik machen will und eine schöne Zeit haben will, diese Kultur eigentlich erstmal einfach ausleben möchte, dann scheitert man an der Verwaltung mit diesen langfristigen Genehmigungen. Und deswegen werden die oftmals geduldet, aber eben nicht richtig erlaubt. Und das ist das Problem. Und da erhoffen wir uns von Tim natürlich ein Einwirken auf die Politik, vielleicht auch ein gemeinsames Essay an die Verwaltung, an die Bezirksverwaltung, dass solche Prozesse entweder beschleunigt werden oder es vielleicht kurzfristige oder Teilgenehmigungen geben kann, um sowas besser dulden zu dürfen und dann auch mit den Ordnungsämtern zusammenzuarbeiten, dass nicht gleich die Anlage verschwindet beim dritten Polizeibesuch, sondern dass man andere Lösungen findet. Gibt es da Möglichkeiten, die du nochmal wie du die Verwaltungen noch mal briefen kannst in den Bezirken? Ich meine, Senatsverwaltung ist noch mal was anderes als Bezirksverwaltung, ist mir klar oder uns allen wahrscheinlich klar. Aber hast du Einflussmöglichkeiten, diesen Vorgang zu unterstützen? Also im Zusammenhang mit Räume schützen. Naja, gerade was euren Bereich angeht, haben wir jetzt eine Empfehlung. Also wir haben nie einen Durchgriff auf die Verwaltung in den Bezirken. Die Bezirke sind unabhängig. Wir haben denen nichts zu sagen, aber wir können denen natürlich Sachen empfehlen. Und der Klagen der Bezirke ist immer sehr, sehr groß, gerade wenn es um Kultur geht, dass sie eben mit ihrer Globalzuwendung nicht zurechtbekommen. Die bekommen einen pauschalen Betrag vom Land, der ziemlich hoch ist pro Bezirk, um bezirkliche Kulturarbeit zu machen, aber auch logisch, der reicht dann immer denen nicht aus. Und was man da, das passt zu euch super, sagen kann, ist eine Art der kulturellen Förderung. Besteht darin, wenn man keine Kohle hat, dann zumindest die Augen zuzudrücken. Das heißt, Sachen einfach passieren zu lassen. Und das ist ja an sich am Anfang in Berlin auch der Fall gewesen. Wenn ihr euch mal rücküberlegt, in den Zeiten, als Mitte wirklich noch Wildwest war und man einfach mal zugelassen hat, dass da irgendwo ein Club entsteht, obwohl feuerpolizeilich das niemals durchgegangen wäre und natürlich keine Behindertentoilette barrierefrei erreichbar ist. Das sind lauter Sachen, die man eigentlich nicht hätte durchgehen lassen dürfen und die hätten sehr, sehr schief gehen können. Aber dann einfach Leute den Mut gehabt, Augen zuzudrücken. Und in eurem Fall kann gar nicht mal so viel schief gehen, wie bei diesen Clubs hätte schief gehen können. In eurem Fall ist gar nicht mal so ein Schaden von schon Benachteiligten wie Behinderten gegeben, wie bei der nicht existenten Behindertentoilette. Also das, insofern tut es bei euch sogar noch weniger weh, die Augen zuzudrücken und eben halt diese Empfehlung Augenschließen als günstigste Investitionsmaßnahme kann man natürlich immer wieder an die Bezirke geben. Ich weiß nicht, ob es schlau ist, das im Essay zu formulieren, weil den Stolz, ich bin mein eigener Bezirk, ich entscheide selbst, unterschätzen. Das könnte auch kontraproduktiv sein, wenn dann eben halt Clubkommission und Senat für Kultur die anfangen zu belehren. Also wir können denen natürlich immer wieder diesen Hinweis geben, wenn sie sich beklagen, ich habe zu wenig Geld. Sagen wir, du kannst auch ohne Geld sehr Gutes tun. Mhm, genau.
auch wenn das vor dem Rücktritt oder dem Rücktrittsankündigung von Herrn Wowereit war, dein Essay hatte mich doch in der Form inspiriert, ob es sinnvoll wäre, dass die Verbände Berlin Music Commission, Clubkommission, Freie Szene und BBK gemeinsam einladen, die Staatssekretäre, dich, Wirtschaft und Stadtentwicklung, Herrn Lüttke-Daltrop, um diesen Essay aufzugreifen. Wie kann also das ist gut, dass du diese Statements jetzt gibst, aber es muss ja auf eine Handlungsebene kommen. Es muss ja auch in die Verwaltungsebenen runtergehen. Es soll sogar unsere eigene Arbeitsposition mal überdauern. Unsere nächsten Leute, deine Nachfolger, unsere Nachfolger, die sollen eine Struktur vorfinden, so wie Frau Walter sie vor über 10 Jahren in der Wirtschaftsverwaltung schon mal aufgebaut hat. Wir haben die Idee, euch 3 Staatssekretäre einzuladen, in der Hoffnung, dass dann auch jeweilig in euren Verwaltungen es auf den Weg gebracht werden kann. Hältst du das für einen gangbaren Weg, dass wir gemeinsam als 4 Verbände euch 3 Staatssekretäre einladen oder die Runde sogar noch erweitern? Gut, dann werden wir darauf... Muss ich schon kurz was sagen? Also ihr erinnert euch wahrscheinlich alle in der Schule, wenn dann irgendjemand einen besonders guten Aufsatz geschrieben hat und der wurde dann vom Klassenlehrer noch verlesen, dann hat der danach keine Freunde mehr, dessen Aufsatz das ist. Also ich würde es nicht so sehr an dem Tagesspiegelartikel festmachen wollen, sondern eigentlich habt ihr ja einen guten Grund, als eine übergreifende Koalition zu denken. Denkt bei dem, wenn ihr da überlegt, dass Leute einladen, auch an den Rat der Künste. Der ist dabei, glaube ich, auch wichtig. Und wenn von diesen 5 Parteien eingeladen wird, würde ich eventuell sogar noch an eurer Stelle überlegen, ob man da nicht in der Tat Finanzen noch mitdenkt, weil da liegt der LIFO, also der Liegenschaftsfonds, also zumindest irgendwie da an die Kollegin Möhring mitzudenken oder an die Kollegin Suthoff, die für den Liegenschaftsfonds am Ende des Tages zuständig ist, weil das hat damit direkt was zu tun. Also insgesamt eine gute Idee und ich sage schon mal, ich habe Zeit. Okay. Also nochmal zu dem Essay. Wie ich vorher ja schon gesagt habe, ein Politiker zitiert habe, schlechter kann das Ansehen der Verwaltung, der Veranstalter bei den Verwaltungen gar nicht mehr werden. Also ich glaube, es fehlt einfach dieses Bewusstsein überhaupt, dass es nicht nur junge Leute sind, die auf nichts achten, ihren Müll nicht mitnehmen und einfach nur Boom Boom machen, sondern eben, dass es junge Akademiker und alle möglichen sind und Familienväter, alles. Und ich glaube, da dieses Bewusstsein zu schaffen, für sowas wäre so ein Essay doch sehr, sehr sinnvoll. Und ja, das Wort dazu geöffnet. Also wäre vielleicht ganz gut, wenn ich es nicht mitformuliere. Okay. Ja, ich möchte erst nochmal für alle vielleicht auch noch darauf hinweisen, dass diese Open Airs nicht nur eine rein kulturelle Veranstaltung sind, sondern dadurch, dass sie eben als eine wenige Möglichkeit der Kultur, die niederschwellig, kostenlos für jegliche Menschen irgendwie verfügbar ist, auch so eine Art Begegnungsstätte und damit sogar im Sinne von Sozialarbeit gedacht werden kann. Denn diese Musik verbindet den Menschen in Neukölln genauso wie in Hellersdorf und vielleicht hoffentlich auch mal miteinander. Ich wollte eben fragen, jetzt an Sie direkt, wie denn die Kommunikation eben in der Verwaltung denn laufen kann, ob denn jetzt tatsächlich zum Beispiel auch mal eben mit Herrn Henkel gesprochen wird, ob es denn sinnvoll ist, dass die Polizei gefühltermaßen, jedenfalls für uns als Veranstalter, eine recht harsche Linie fährt und eben schnell abbricht, trotz Ermessensspielraum, und ob es denn eine Vernetzung und eben das Runtertragen in niedere Verwaltungsschichten sinnvoll ist oder ob es nicht vielleicht Sinn machen würde, das in Werte nach oben zu tragen, dass man eben eine verantwortliche Stelle hat, die eben höher gestellt ist, an die man sich direkt wenden kann. Also ich habe zumindest mal gelesen, dass es in Halle direkt über den Bürgermeistertisch läuft. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das der Fall ist, allerdings ist es zumindest ein schöner Gedanke, dass man das also eher nach oben trägt als vielleicht nur nach unten. Und auch eine zweite Frage, inwieweit denn vielleicht möglich wäre, Open Airs als Zwischennutzungsprojekte eben von Brachen, von eben Leerstand zu realisieren? So, das ist leider meine letzte Antwort, weil dann muss ich auch dringend weiterziehen. Also ich bin operativ 2 Monate im Amt. Ich habe dann einen Monat Urlaub gemacht, den hätte ich zum Glück vorher schon gebucht, sonst wäre nicht genehmigt worden. Insofern bin ich noch kein Verwaltungsfachmann, der dir deinen ersten Teil deiner Frage perfekt beantworten kann. Ich würde von meiner Lebenserfahrung und meiner kurzen Verwaltungserfahrung ausgehen und eigentlich davon abraten, immer ganz oben anzusetzen. Meine Erfahrung ist, dass es an sich wichtig ist, den
zuständigen Fachreferenten, die Fachreferentin zu finden und über die zu spielen und eigentlich nach oben zu eskalieren in dem Moment, wo ich merke, scheiße, ich komme mit der nicht zurecht. Ne? Oder eben halt, die versteht einfach überhaupt nicht oder er versteht überhaupt nicht, worum es da gerade geht. Dann muss es nach oben sickern. Bei allem Respekt eben halt auch gegenüber dem Kollegen Henkel. Ich glaube, der ist nicht unbedingt, wenn der oder anders formuliert, wenn ihr mich fragt, ob ich schon mal auf dem Free Open Air war, würde ich den mal fragen, ob er schon mal auf dem Open Air war. Also der kommt halt an einen kulturellen Background. Ich war schon da. Ich muss dazu dann was erzählen. Er ist auch dafür. Okay, super. Aber ich dennoch glaube jemand, dass der immer in dem täglichen Operativen das in seinem Haus nicht ganz so leicht vermitteln können, wie es wahrscheinlich andere sind, die mehr mit der Kultur zu tun haben. Und ich würde immer eben dann gucken, wer passt zu dem Thema am meisten und eben halt hoch eskalieren dort in dem Moment, wo ich merke, da wird es nicht verstanden. Und im Notfall, Marc, wie gesagt, war schon da, hilft dann auch zwar ein Machtwort, erstmal wieder in den Prozess in Gang zu bringen, aber dann müsst ihr eben halt direkt auf der Ebene dann, wie gesagt, nachhalten und dabei sein. Zwischennutzungsaspekte, Zwischennutzung würde ich immer direkt mit den Eigentümern absprechen, dann seid ihr auch einfach sicherer gestellt. Natürlich ist ein großer Eigentümer in Berlin die Stadt selbst, das ist wieder der Punkt Liegenschaftsfonds. Insofern macht es absolut Sinn, den LIFU damit einzuladen, wenn man sich mal wirklich so an so einen Tisch setzt und dort eine gemeinsame Forderung konfrontiert wird, oder ich würde sagen, Forderung, gemeinsame Vorschläge von den Kulturaktivisten in dieser Stadt. Und insofern werde ich jetzt leider auch wieder kulturaktiv werden und zum nächsten Termin rennen. Und wunderbar, ich wünsche euch noch viel Erfolg. Vielen Dank für Ihr Kommen. Ja, wir haben schon zeitlich etwas überzogen. Als letztes wollte ich noch fragen, ob Jürgen Schepers ist noch nicht zu Wort gekommen, ob er noch ein Schlusswort sprechen will. Die anderen warten schon draußen. Bitte. Ich wollte nur ganz kurz sagen, zum einen, dass ich das klasse finde, dass wir das Projekt zusammen gemacht haben, dass wir was bewirken können, auch vielleicht durch eine Institution wie die IAK, die Club- und Open-Air-Veranstalter nicht sofort auf dem Schirm haben. Aber mir hat sehr viel Spaß gemacht und ich habe gemerkt, was wir dadurch erreicht haben, denn ich kriegte ungefähr 2 Wochen danach einen Anruf von meinen Kollegen aus Hamburg, von der Handelskammer, dass dort Open-Air-Veranstalter angefragt hätten, das Projekt in Berlin wäre so gut gewesen, ob die es nicht auch machen könnten. Und wir haben uns unterhalten und daraufhin haben die gesagt, super, machen wir auch. Also ich glaube einfach, seht die IAK, obwohl sie vielleicht so ein bisschen angestaubt ist in Berlin, aber nicht. Wir sind da ein relativ junges Team, was Kreativwirtschaft, Startups und Digitalwirtschaft macht. Seht uns als indirekt als Verbündete, die helfen können, vielleicht den Zugang zu Verwaltungen und Bezirken auch mit aufzuknacken und dass wir so ein bisschen als Mediator bei der ganzen Geschichte wirken. Und ich glaube, nur so können wir was erreichen, im Dialog, indem wir Transparenz schaffen, indem wir nicht den einen oder den anderen verurteilen. Das halte ich für ganz wichtig und ihr seht es auch, was Tim gesagt hat, damit kommen wir weiter. Wir werden nie vielleicht erreichen, dass ihr hundertprozentig das kriegt, was ihr wollt, aber ein Kompromiss ist auch ein guter Weg und es ist ein erster Ansatz und deswegen hoffe ich, dass wir in der nächsten Runde mit Verwaltung und auch mit der Polizei eine Lösung finden, die einheitlich funktioniert, wobei ich auch glaube, da sind einige relevante Bezirke, wo wir noch Überzeugungsarbeit leisten müssen. Ich nenne jetzt keine, aber ihr wisst es wahrscheinlich selber aus eurer Erfahrung. Aber auch da bin ich optimistisch und wenn wir den ersten Schritt für 2015 schaffen, wunderbar, und dann andocken und 2016 weiterkommen, ist das auch ein Fortschritt. Und ich glaube, da sollten wir irgendwo zusammenhalten und uns ergänzen und nicht auf den einen oder anderen schimpfen. Okay, ich denke, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Jürgen Schepers. Und ja, vielen Dank für euer Kommen. Ja.